Oha. Das habe ich so nicht erwartet. Schnee, Leute. Schnee. Guten Tag, denn für guten Morgen ist es heute definitiv zu spät. Es ist jetzt schon nachmittags und wir sind heute relativ spät unterwegs, weil wir vormittags noch ein bisschen Reiseplanung gemacht haben, ein bisschen Videos geschnitten haben und dann waren wir eben noch in einem kleinen Café essen. Allerdings war das so klein und süß, dass wir relativ lange auf unser Essen warten mussten und deswegen sind wir eben erst am Nachmittag so richtig rausgekommen. Und wir haben im Thermalbad des Hotels gechillt. Das war auch toll. Ja, das war auch echt ganz cool. Jetzt sind wir aber am Berg Akina. Nein, verdammt! Akagi! Das ist bitte drin, das ist lustig. Influenced by Max. Jetzt sind wir am Berg Akagi. Und zwar gibt es hier auch einen Schrein, der sehr eng mit dem Schrein beim Berg Haruna zusammenhängt, also mit dem Haruna-Schrein. Der ist insofern interessant, dass es hier diese hübsche Brücke hinter mir gibt, die zu dem Schrein führt. Lustigerweise ist sie nur leider gesperrt, weil sie aussieht, als würden sie bald einstürzen. Aber man kommt auch über einen Landweg zu dem Schrein. Trotzdem sieht es super schön aus und das wollte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn wir hier in der Region sind, vor allen Dingen, weil wir mit einem Auto unterwegs sind. Also Leute, das ist hier alles weiß, deswegen erkläre ich mal ganz kurz euch, wo hier See ist und wo hier Festland ist. An diesem Strich dort hört das Festland auf und alles dahinter ist See. Und dort sind Leute mit Zelten auf den See. Und das ist nicht nur dort der Fall, das ist auch da hinten. Und einfach überall, also gut, hier sind gerade nicht so viele, aber da sind auch noch welche. Hier sind überall Leute mit Zelten auf dem gefrorenen See. Aber der See ist halt nicht komplett gefroren. Also es gibt Stellen, da ist halt noch Wasser. Das heißt, ich würde einfach nicht drauf gehen wollen. Ich verstehe nicht, warum die das machen. Ist das nicht super gefährlich? Die werden wahrscheinlich fischen gehen. Das ist aber trotzdem doch super gefährlich. Ich finde es auch super gefährlich. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht. Allgemein, dass hier Schnee ist und dass hier Leute mit Zelten auf dem See sind. Aber wir gucken uns jetzt den Schrein an. Definitiv das richtige Schuhwerk für solches Wetter an. Also jetzt noch mal ganz kurz. Ja, hier steht meiner Meinung nach, dass es verboten ist, auf den See zu gehen. Und trotzdem laufen die Japaner hier überall rum. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Japaner sind so regelbezogen. Und dann das. Ja, super komisch. Wir sitzen jetzt wieder im Auto und stehen gerade so ein bisschen im Stau. Deswegen dachte ich, ich nutze die Möglichkeit mal, um ein paar Worte zu dem Akagi-Schrein zu verlieren. Insgesamt fand ich den Schrein nicht ganz so schön. Also teilweise waren manche Stücke ziemlich heruntergekommen, sahen schon ziemlich alt aus. Und andere Teile hingegen sahen sehr restauriert aus. Dafür war es aber dann so, dass es da überhaupt keine Verzierungen an den restaurierten Teilen gab, beziehungsweise nur sehr wenige, was ich ein bisschen schade fand. Also abgesehen von der Brücke, die doch recht schön aussieht, obwohl sie relativ alt ist, gibt es dort nicht so viel zu sehen. Außer man möchte eben irgendwie Straßen sehen, auf denen gedriftet wird oder so. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, sind wir jetzt wieder im Hotel zurück. Wir haben heute nicht mehr so viel gemacht und dann doch mal ein bisschen mehr gechillt. Einfach weil es echt anstrengend ist, über eine Woche lang jeden Tag unterwegs zu sein. Wir haben vorhin noch ewig nach was zu essen gesucht, sind mit dem Auto rumgefahren und wollten eigentlich Sushi essen. Das Problem war nur, dass gefühlt ganz Kundenmann Sushi essen wollte und jedes Sushi-Restaurant, was wir angefahren sind, super überfüllt war. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal verschoben. Ich dachte aber, an der Stelle ist es noch ganz gut, noch mal ein paar Worte zu dem Hotel zu verlieren, in dem wir sind. Einfach um den Vlog zu füllen. Und da ich eben in meinem letzten Video, also
vor 2 Tagen in dem Vlog schon mal ein bisschen das Thema von diesem Hotel angeschnitten habe. Ja, also wie wir euch gesagt haben, haben wir ja wirklich das günstigste Zimmer in diesem Hotel gebucht. Das Zimmer ist relativ klein, aber nicht zu klein, würde ich jetzt mal sagen. Es ist dem Preis entsprechend. Das Problem ist nur, dass es in diesem Hotel halt wirklich super heruntergekommen ist teilweise. Also es ist teilweise auch nicht wirklich sauber. Ich bin ganz froh, dass ich Deutsch spreche und hier das einfach so sagen kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie ihr das jetzt hört. Aber es ist halt wirklich so, in unserem Bad ist Schimmel. Das ist einfach nicht abzustreiten. Und es ist halt nicht so cool. Also man hat halt hier ein eigenes kleines Bad, so eine Nasszelle, wie ich damals in meinem Wohnheimzimmer hatte, an dem Hotelzimmer dran. Und dann gibt es eben das öffentliche Bad. Das öffentliche Bad ist schon ganz cool. Das ist nicht wie ein Onsen, aber wie ein Centro. Ich will jetzt auf den Unterschied da nicht genau eingehen. Das kann ich irgendwann anders nochmal erklären. Es ist aber ähnlich wie jeder Centro, den man in Japan ja finden kann, sage ich mal. Und von daher vollkommen in Ordnung. Daher geht das Ganze mit der Hygiene schon irgendwie klar. Das Problem ist nur, es ist eine Seite von Japan, die man nicht oft zu sehen bekommt. Und ich finde, hier in der Region ist es teilweise schon echt erschreckend, wie oft man denn Onsen und auch Centros findet, ja, wo eben die Google-Rezension und auch viele Bilder schon dafür sprechen, dass die Onsen ziemlich heruntergekommen sind, dass einfach, ja, das nicht wirklich hygienisch und sauber ist, und man kriegt das als Tourist wahrscheinlich gar nicht so mit. Aber wenn man hier rumläuft, kriegt man diesen Eindruck eben auch, dass hier vieles schon ziemlich heruntergekommen ist. Und Max hat ja auch in seinem Video gestern erzählt, dass das hier eine der ältesten Onsen-Regionen in Japan ist oder die älteste Onsen-Region. Und man merkt es eben auch, dass hier viele Onsen schon sehr, sehr alt sind und einfach nicht genug gepflegt werden oder nicht instand gehalten werden dementsprechend. Denn ich meine, in so einem Onsen und auch in so einem Centro läuft halt sehr viel Wasser die ganze Zeit irgendwo lang. Und man hat halt hier einfach überall das Gefühl, dass alles verrostet ist und irgendwie halt durch das Wasser auch aufgequollen, sage ich mal. Und das ist schon ein bisschen traurig. Um zum Hotel zurückzukommen bei der Story, sage ich mal so, wir sind ganz froh, dass wir morgen dann doch schon wieder abreisen. Es hat dann 3 Nächte lang gereicht, um einen ganz guten Eindruck zu bekommen und ja, die Experience oder die Erfahrung mitzunehmen, sage ich mal. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass ihr das Ganze bitte nicht falsch verstehen sollt. Wir finden Japan immer noch ziemlich cool. Das Ganze ist nur, dass wir es auch wichtig finden, auch mal solche Erfahrungen zu machen, die eben nicht ganz so positiv sind, und uns auch das ganze Land anzugucken, um einfach ein rundes Bild von dem Land zu bekommen und ja, einfach auch ein bisschen objektiver an die Sache ranzugehen, wie toll Japan denn ist. Und mit diesen Worten möchte ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, ihr fandet es trotz des wenigen Inhalts heute interessant, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.